Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserem digitalen Salon mit dem Namen Feierabend 4.0, eine Kooperationsveranstaltung des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft und dem D-Radio Wissen. Ich heiße Stefan Stump, ich bin assoziierter Doktorand am Humboldt-Institut und wurde heute augenscheinlich als Experte für den Feierabend ausgewiesen. Ich weiß nicht so ganz warum, aber das kläre ich nochmal intern ab. Ich möchte heute mit einer ganz kurzen Einleitung zu Clay Shirky und seiner Idee des kognitiven Surplus beginnen und dafür machen wir eine Zeitreise zurück in das London des 18. Jahrhunderts. Eigentlich ein Ort, an dem man nicht sein möchte, weil zu dieser damaligen Zeit rigorose gesellschaftliche Probleme herrschten. Es existierte viel Armut und gab wenig Arbeit. Im Ergebnis haben sich die Menschen in erster Linie mit Gin abgelenkt. Ja, Gin war zu damaliger Zeit günstig zu haben. Und man konnte sich damit wirklich gut von den gesellschaftlichen Missständen ablenken. Wir reisen jetzt ein bisschen weiter in das London zur Zeit der Industrialisierung. Man kann die Zeit der Industrialisierung auch so ein bisschen als Geburtsstunde des klassischen 9-to-5-Jobs bezeichnen. Und dementsprechend verbesserten sich natürlich auch die Lebensumstände in London und für die Londoner. Der Gin wurde nach und nach abgelöst von einer neuen Freizeitaktivität, nämlich das Fernsehen, so die amerikanische Sitcom beispielsweise. Und mit der Entwicklung der klassischen Kommunikations- und Internettechnologien hat sich dieser eher passive Konsum des Fernsehens nach und nach gewandelt zu einem aktiven Konsum, zu einer aktiven Produktion im Internet. Die Menschen haben ihre Leidenschaften, ihre Motivationen ausgelebt und es entstanden Projekte und Plattformen wie beispielsweise Linux oder Wikipedia. Und diese Arbeitskraft erweckte natürlich sehr viel Interesse, insbesondere auch bei Unternehmen. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass nach und nach viele kommerzielle Plattformen entstanden, Crowdsourcing-Plattformen, andere Plattformen, die versucht haben, diese Arbeitskraft im Internet wieder zu bündeln. Und aus diesem Grund sind wir heute auch hier, weil an diesem Punkt ist es nämlich spannend zu schauen, wie sich die aktuelle Arbeits- und Lebenssituation unserer heutigen Zeit entwickelt, wenn Unternehmen versuchen, unsere Arbeitskraft, unsere Freizeitaktivität, unsere Feierabende zu kanalisieren und zurück in die traditionelle Hierarchie zu holen. Und damit möchte ich gern das Wort auch an unsere Gesprächsrunde übergeben. Vielen Dank. Ja, ich hänge noch am Wermut fest. Und kommt ihr nicht mit? Okay. Und denk, was ist das heute? Red Bull oder Club Mate? Naja, anderes Thema. Vorhin habe ich auch schon am Weinstand gehört. Da sagte eine junge Frau, sie möchte keinen Wein, sie fastet gerade. Also auch das wird mitgenommen in den Feierabend. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr dann doch ganz schön zahlreich da seid. Ich bin relativ angeschossen und dachte, hier werden wahrscheinlich auch nur so Survival of the Fittest mäßig die ganz Harten sitzen, aber es ist eine große Gruppe, darüber freue ich mich, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Katja Weber, arbeite für D-Radio Wissen, habe das Vergnügen, hier den digitalen Salon zu moderieren und wenn ihr häufiger da seid, ich setze mich mal ein bisschen so und du vielleicht auch, damit die nicht nur so die HNO-Perspektive haben, sondern noch so ein bisschen mehr von uns sehen. Nee, ich meinte so ein bisschen, ne? sonst könnten wir noch so Scherenschnitte machen. Wo war ich gewesen? Naja, jetzt geht das schon los. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen krank, also verzeiht es mir. Ja, genau, wenn ihr häufiger da seid, wir werden gestreamt. Das geht alles raus über hiig.de und wer uns da sieht und hört, schönen guten Abend. Ihr könnt mitreden, mitzwitschern, Hashtag Dicksaal, wäre da das Kürzel der Wahl. Ja, ich habe schon beim letzten digitalen Salon gesagt und gedacht, wahrscheinlich kriege ich es nie wieder über die Lippen, weil nämlich genau ein Gast das auch thematisiert hat, wie man zu diesem Kürzel und Hashtag kommt, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig, als das zu sagen. Ja, herzlich willkommen. Offenbar ist euer Feierabend da, es sei denn, ihr denkt, oh, eine umsonste Fortbildungsveranstaltung oder da kann ich netzwerken, keine Ahnung, Facetten vielleicht des Themas, über das wir reden wollen. Wir haben drei Gäste, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ganz außen links sitzt Katharina Bruns und ich vermute, du hast eine Menge Visitenkarten, ne? Nee. Um die unterschiedlichen, was steht drauf? Unternehmerin wäre so der Oberbegriff für alle. Ehrlich gesagt, da steht kein Titel oder sowas drauf. Davon habe ich mich schon lange verabschiedet. Ich mache einfach viele Dinge.
macht viele Dinge. Auf meiner Visitenkarte, ich habe tatsächlich eine, da steht drauf, verwechselt Freiheit nicht mit Freizeit. Okay, also ich buchstabiere es noch ein bisschen weiter aus. Katharina ist Unternehmerin, Autorin und hat mehrere kreative Unternehmen rund ums Thema Do-it-yourself, sage ich jetzt mal so ganz at large, gegründet. Und sie liebt ihre Selbstständigkeit, das muss man zumindest vermuten, wenn man liest, dass ihr Buchtitel, ihr erster Buchtitel lautet Work is not a job, was Arbeit ist, entscheidest du. Und das nächste Buch erscheint im April, ebenfalls mit einem programmatischen Titel Frei sein statt frei haben. Also ich glaube, das sind durchaus Sachen, über die wir noch sprechen werden. Max Neufeind sitzt neben mir, ist Arbeitspsychologe und als solcher geht ihm natürlich aktuell die Arbeit überhaupt nicht aus. Er denkt nämlich nach über die Zukunft der Arbeit, also quasi das Riesen-Ober-Über-Thema, über das wir heute sprechen, ist unter anderem auch hier als Mitglied des Think Tanks das Progressive Zentrum, was ich ja auch sehr schön finde, weil ich gedacht hätte, progressiv ist immer vorne, aber hier ist progressiv in der Mitte. Progressiv ist das Zentrum nach vorne zu bringen. Okay, das fragen wir nachher nochmal ab. Carlos Frischmuth verantwortet, und jetzt zitiere ich aus dem epischen Eintrag, den wir geschickt bekommen haben, Zitat, verantwortet als Director Contracting beim internationalen Personaldienstleister Hays mit dem Schwerpunkt Expert Recruiting einen zweistelligen Millionenumsatz. Er ist zuständig für das IT-Contracting im öffentlichen Sektor. Und ich habe gedacht, verdammt, klingt das spannend, aber was macht der Mann? Und hab, also ich habe es zumindest weitergeleitet bekommen und habe ein bisschen drüber meditiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass du wahrscheinlich IT-Experten an Unternehmen vermittelst, die suchen für Projekte, für irgendwie Zeitarbeit, für befristete Angelegenheiten, right? Ja, das ist ein Teil davon. Ja. Okay. So, also, wir haben gerade schon ein bisschen was gehört über Wermut und industrielle Revolution. Die Dampfmaschine unserer Zeit ist natürlich das Internet. Wegen dem sitzen wir hier und reden drüber und wir erleben, bezeugen die digitale Revolution, gestalten sie hoffentlich auch mit. Und ich dachte, klar, logisch, wir reden über Chancen und Risiken und ich wollte mich selbst ganz streng an die Kandare nehmen und euch auch und sagen, wir reden die Hälfte der Zeit erstmal nur über die Chancen und dann nur über die Risiken. Was total schwierig ist, weil das ja eine janusköpfige Sache ist und man die Sachen so und so drehen kann. Aber ich dachte, wir bleiben dann mal bei die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen und zwar in so einer zeitlichen Abfolge. So, und dann die erste Frage an dich. Welche Chancen stecken denn bei dem, was du tust, drin für die Arbeitnehmer? Nennen wir sie mal weiter so. Puh, ist schwer, wo ich da anfangen soll. Ups. Als Vertreter eines Personaldienstleisters haben wir natürlich mit sehr vielen Themen zu tun. Wir rekrutieren Freelancer für Projekte, wir rekrutieren Zeitarbeitnehmer für Projekte, wir vermitteln machen Festanstellungen. Also alle Vehikel, mit denen Organisationen, Mitarbeiter in die Organisation holen, bieten wir als Dienstleister an. Was habe ich davon, wenn du mich vermittelst? Jetzt könnte man ja sagen, mit den Plattformen, die heute schon existieren, LinkedIn, Xing, whatever, bräuchte man Dienstleister nicht mehr, die dazwischen stehen, die vielleicht mit beiden Seiten sprechen, mit dem Kunden und mit dem Kandidaten, mal ganz neutral, kann ein Freelancer sein oder ein potenzieller festangestellter Mitarbeiter. Aber die interessante Erkenntnis ist, dass eigentlich unsere Branche boomt, obwohl es ja Xing also schon... Also du rekrutierst lauter Kollegen, gar keine Leute, die du vermittelst. Doch, aber unsere Branche boomt in dem Sinne, dass Xing gibt es ja schon seit zig Jahren in Deutschland und LinkedIn ist am Wachsen wie verrückt, aber viele Kunden sagen, wir wollen mit jemandem sprechen und die Kandidaten sagen auch, wir wollen mit jemandem sprechen. Also der Einfluss von des Internets ist noch in unserer Branche jetzt nicht so stark angekommen. Vielleicht wird es in ein paar Jahren so sein, dass wir sagen, das rationalisiert uns weg. Unser Vorteil, zurück zu deiner Frage, ist, dass wir eben wissen, wo es die Jobs gibt und wo es die Aufträge gibt, wo es die Projekte gibt, weil wir ständig am Markt unterwegs sind und eben dann dem Suchenden dabei helfen. Er kann natürlich auch selbst suchen, aber es ist einfach doch nochmal ein Unterschied, wenn Leute genau das die ganze Zeit machen und es können. Dann sag doch mal, jetzt haben wir Mittwochabend, wen hast du denn in den vergangenen 3 Arbeitstagen glücklich gemacht? Wen hast du unter die Haube gebracht? Okay, jetzt fragst du mich als Führungskraft. Ich habe 40 Mitarbeiter allein deutschlandweit verteilt, nochmal 150 hier in Berlin am Standort. Wir sind der größte Rekrutierer sozusagen hier am Standort für hochqualifiziert in Berlin. Wir haben wahrscheinlich in den letzten Tagen hunderte von Leuten in Jobs gebracht. In was für Jobs? IT-Entwickler? IT, SAP-Berater, IT-Entwickler, Sales und Marketing,
Finance, Accounting, Life Science Spezialisten, Festanstellungen. Also habe ich als Arbeitnehmerin eine erleichterte und wenn es gut läuft, etwas passgenauere Vermittlung in einen Betrieb. Also ich war vielleicht vorher arbeitslos, habe dann einen Job und das Unternehmen ist auch eine Menge Papierkram und Vorstellungsgespräch und Klimbim los, weil ihr das macht. Genau. Wir sind, ich sage immer, Personaldienstleister wie Hayes sind Putzfische des Arbeitsmarktes. Wir machen den Job, den natürlich auch vielleicht, jeder, jetzt könnte man sagen, jeder von Ihnen kann ja eventuell auch selbst sich einen Job suchen, ist ja klar und das wird er auch tun. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, das ist jetzt irgendwie nicht meine Kernkompetenz. Ich suche, wie oft suche ich in meinem Leben einen Job? Ja? Also das ist das gleiche wie zu Hause. Vielleicht suche ich einen Fliesenleger. Ja? Wie oft mache ich es selbst oder kaufe ich es ein? Ja? Make or buy. Vielleicht werden Sie nur 10-mal im Leben Ihr Bad renovieren. Ja? Also brauchen Sie 10-mal im Leben einen Fliesenleger. Lerne ich mir das jetzt selbst das an? Ich oder nicht mehr hin. Okay. Lerne ich mir das selbst an oder kaufe ich mir einen ein? In der Personaldienstleistung ist es genauso. Wir können das teilweise besser. Oder ergänzen eben denjenigen, der auch, wir haben ganz viele Freelancer, die sagen, okay, Akquise ist nicht mein Ding, den Kunden anrufen, ständig da am Markt unterwegs sein, aber ich bin ein guter SAP-Programmierer oder ein Java-Entwickler. Okay, dann ist Hayes eine gute Plattform, die einfach die Projekte bringt. Also das ist ein Stück weit unser Job. Okay, Putzfische des Arbeitsmarktes finde ich super und versuche ich mitzunehmen. Katharina, habe ich mich nämlich auch gefragt, als du sagtest. Bevor du dich entschieden hast, selbstständig zu arbeiten, Katharina, warst du im Online-Marketing und ich vermute mal angestellt, oder? Angestellt, ja. Ich hatte klassisches Angestelltenverhältnis. Nach außen hin einen stattlichen, guten Job, wie man so sagt, und großer Konzern, habe in Dublin gearbeitet, was man sich so vorstellt. Welche Gründe gab es dann? Wieso hast du gedacht, ich werde lieber meine eigene Arbeitgeberin? Nach außen hat ja alles gestimmt. Nach außen hat alles gestimmt, nach innen hat nichts gestimmt. So, und das ist was, was nicht nur ich feststelle oder damals festgestellt habe, es ist jetzt auch schon 6 Jahre her, ich glaube, es gibt unglaublich viele Jobs. Ich habe fast das Gefühl, es ist bei Jobs so ein bisschen systemimmanent, dass sie zwar nach außen hin vielleicht ganz toll sind, aber trotzdem nach innen hin oder nach innen eben leer sind oder irgendwie was anderes mit einem machen, als man sich so vorgestellt hat und dass man sich eben plötzlich nur noch in eine bestimmte Richtung entwickeln kann, nämlich die Richtung, die dem Unternehmen irgendwie förderlich ist, dass man tierisch viel innenpolitischen Unsinn aushalten muss, dass nicht der, der am besten führen kann, führt, sondern der zufällig die Position der Führungskraft hat, also all solche Sachen, die, ich muss das nicht alles aufzählen, jeder weiß das, ehrlich gesagt, jeder kriegt das im Job mit, jedenfalls die allermeisten und das hat mich so sehr gestört, das hat mich tatsächlich auch krank gemacht, dass ich gesagt habe, also ich möchte so nicht leben, ich habe nicht gesagt, ich möchte einen besseren Job, weil ich hatte einen guten Job oder irgendwie jetzt wechseln oder so in den nächsten tollen Internetkonzern. Ich habe auch genug Freunde, die bei der Konkurrenz gearbeitet haben, bei denen das auch so war. Man musste wirklich nur ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben gehen, um zu sehen, das ist alles nicht das, was wie es scheint. Sehr wenige haben sich tatsächlich wirklich wohlgefühlt. Also der Beweggrund war, ich möchte glücklicher sein. Der Beweggrund war, ich möchte an erster Stelle Inhalte. Okay. Also ich möchte mich mit anderen Dingen in meinem Leben beschäftigen. Erstens. Ich möchte meine Zeit, ich möchte die Hoheit über meine Zeit haben. Ich möchte dann kommen und dann gehen, wann ich will. Und ich möchte nicht irgendwie so, also ich brauche niemanden, der mir sagt, jetzt fängst du an, jetzt gehst du nach Hause, jetzt ist Mittag. So funktioniere ich nicht und ich glaube, dass ganz viele Leute so nicht funktionieren. Ich glaube, dass man sich, also wenn der Mensch eins kann, dann ist es Anpassung. Und das kann man natürlich ein ganzes Arbeitsleben lang so mitmachen. Und man leidet ja auch meistens immer weniger, also der Leidensdruck wird eigentlich weniger, weil man sich immer mehr dran gewöhnt hat und es ist ja auch nicht alles schlecht und so, man hat nette Kollegen und so weiter, keine Ahnung, aber die Inhalte verändern sich häufig nicht. Man macht halt einen Job und wenn du im Urlaub bist, macht das halt irgendjemand anderes. Es ist halt total austauschbar. Und in dem Moment, wo du den Entschluss gefasst hast, so und das war's jetzt hier, wusstest du dann auch, was der neue Inhalt sein wird oder musstest du dir den suchen oder gärte der und wuchs schon so eine Weile? Ja, das wuchs schon so eine Weile, klar. Es sind einfach auch Sachen gewesen, mit denen ich mich schon immer irgendwie, für die ich mich immer interessiert habe. Und es war tatsächlich schon in meinem alten Job auch das Thema Gestaltung und auch das Thema tatsächlich, wie verändert sich die Arbeit? Was für Möglichkeiten habe ich eigentlich? Und ich habe damals angefangen,
zu bloggen, allerdings nicht klassisch zu bloggen, keine Texte zu schreiben oder so, sondern ich habe einfach Grafiken gepostet, die ich selber designt habe und so weiter. Jetzt ist ja das ganze Internet voll von diesen typografischen Geschichten. Damals war das nicht so und da ging es aber schon um die Veränderung der Arbeitswelt und eben auch ja, um sowas wie Selbstermächtigung oder also Do-it-yourself, Selbstwirksamkeit und solche Geschichten. Und das ist super, super gut angekommen. Also ich habe da irgendwie so ein bisschen einen Nerv getroffen damals und habe dann eigentlich den Entschluss gefasst, dass ich mich im Designbereich selbstständig machen würde. Jetzt haben wir euch allen drei im Vorfeld ja so ein paar Sätze geschickt, die, mit der Bitte, die zu vervollständigen. Und du hast geschrieben, Katharina, Digitalisierung bedeutet für die ArbeitnehmerInnen die Chance auf mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung. Jetzt habe ich vorhin Carlos nach den vergangenen drei Arbeitstagen gefragt. Wo hast du die denn in den vergangenen drei Tagen erlebt, die Freiheit und die Selbstbestimmung? Jeden Tag. Wie? Sag mal einen Moment, wo du dachtest, ich mache den ganzen Tag, was ich will. Ich mache den ganzen Tag, was ich will. Ich stehe auf und mich interessieren einfach die Inhalte meiner verschiedenen Projekte so sehr, dass ich mich freue, an die Arbeit zu gehen. Okay, dann lass mich vielleicht eher an der Abweichung beschreiben. Wo hast du gedacht, und das ist jetzt wirklich Lichtjahre von dem entfernt, was ich bis vor 6 Jahren gemacht habe? Alles. Alles. Ich bin zum Beispiel leidenschaftliche Läuferin, ich gehe laufen jeden Tag, wann ich will. Ich kann mir alles so einteilen, wie ich das möchte, weil ich das die Konzepte meiner Gründung natürlich so aufgebaut habe, dass sie in mein Leben passen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Man muss sich fragen, nicht, was möchte ich unbedingt arbeiten oder wo kann ich jetzt mal Geld verdienen, sondern man muss sich erstmal fragen, wie möchte ich leben? Und von dem ausgehend kann ich heutzutage, Internet sei Dank auch, eben Geschäftsmodelle entwickeln, die in mein Leben passen. Und deswegen ist mein Thema auch Entrepreneurship, weil da eine Riesentür aufgegangen ist mit dem Internet. Und ich glaube, dass man sich an diesen riesigen Wandel und die Chancen auch gewöhnen muss und da eben auch diese Chancen wahrnehmen muss. Jetzt hast du, Max, auf die Frage, Digitalisierung bedeutet für den Arbeitsmarkt ergänzt. Das war länger, ne? Auf jeden Fall. Ich habe nur eins rausgeglaubt. Die Chance auf gute Arbeit für die Breite der Erwerbsfähigen. Dann würde ich jetzt mal gerne um die kurze Definition der guten Arbeit bitten. Also es gibt gute Arbeit, ist so ein klassischer politischer Begriff, der natürlich erstmal so ein bisschen trocken ist und nur meint, dass... Na, moralisch ist er im Grunde, ist ja, nicht trocken. Also es ist ein Etikett sozusagen, ein Etikett für politische Auseinandersetzungen. Letztendlich meint man damit Arbeit, die sozialversicherungspflichtig ist, die vernünftig bezahlt ist, die ein gewisses Maß an Autonomie erlaubt und so weiter. Aber was man sozusagen unter diesem Etikett dann verkaufen möchte, ist, glaube ich, von Akteur zu Akteur was Unterschiedliches. Was ist es bei dir? Also ich glaube, und das ist auch die Chance, die ich sozusagen sehe, ich glaube schon, dass die Digitalisierung uns einen riesigen Möglichkeitsraum bietet für selbstbestimmtere, lernförderliche, gesundheitsförderliche. Also alles, was an Arbeit toll sein kann, kann sich sozusagen in zunehmendem Maße realisieren für mehr Menschen durch den digitalen Strukturwandel. Das ist auch eine Vorstellung, die ich von Arbeit habe. Ich glaube, das heißt ja Diskussion, deswegen würde ich gerne so ein bisschen Gegenrede machen. Ich bin total bei Katharina, bei dieser ganzen Aufzählung von Dingen, die an Großorganisationen schrecklich sind, bin ich total dabei, das stimmt alles. Gleichzeitig würde ich aber nicht sagen, dass alle Menschen so arbeiten sollen, wie du gerade arbeiten möchtest. Aber das habe ich nicht gesagt. Und ich würde sogar sagen, dass sich Gesellschaft so nicht organisieren lässt. Ich glaube, all die Ansprüche, die du stellst an Arbeit, sollten wir als Erwerbstätige an Organisationen stellen. Ich glaube, Organisationen sind in der Situation, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Es ist unglaublich viel Bereitschaft auch da. Wir haben bei allen großen Tankern, also wenn man sich anguckt, Deutsche Bank, RWE, alles riesige Tanker, für die man, die haben normalerweise die nächsten 20, 30 Jahre geplant irgendwie, und jetzt fahren sie so auf Sicht und müssen sich überlegen, okay, wie sieht es eigentlich nächstes Jahr aus, wie bekomme ich nächstes Jahr noch die Fachkräfte, die ich brauche und so weiter. Insofern bei den Unternehmen ist auch große Bereitschaft da, sich zu verändern. Was ich problematisch finde, ist, ich habe das Gefühl, diese Geschichte, die ich individuell total verstehe und auch begrüßenswert finde und so weiter, ich finde es toll, dass du das sozusagen für dich gefunden hast. Ich habe das Gefühl, es trägt zu so einem Narrativ bei, was in unserer Generation sehr prävalent ist. Das ist ein sehr starkes Narrativ so von sozusagen, das Standardleben ist nicht gut genug, jeder muss sich selbst verwirklichen, jeder muss auf allen sozusagen Domänen, die ein Leben ausmachen, Beziehung, Arbeit, Reisen, politisch und so weiter, muss auf allen top performen, es gibt eine riesige Optionalität in all diesen Domänen, ich muss mich da ausleben, ich muss für mich das Richtige finden und alles, was sozusagen Standard ist, das ist sozusagen eigentlich nichts wert. Ich glaube, dass übt einen unglaublichen Druck aus auf uns als Generation. Ich glaube, der Großteil dieser Generation läuft auch ein bisschen Gefahr, an diesem Anspruch an sich selbst und seine Verwirklichung zu zerbrechen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, so, du findest es durchaus okay, wenn ein Arbeitnehmer sagt,
9 to 5 finde ich Bombe. Wie du eingangs gesagt hast, ist es so ein bisschen trivial, über sozusagen Chancen und Risiken zu reden. Es ist alles janusköpfig. Natürlich heißt 9 to 5 sozusagen Gängelung. 9 to 5 heißt aber auch Verlässlichkeit und Planbarkeit. Natürlich ist Hierarchie etwas, was ich als einschränkend erlebe. Gleichzeitig heißt Hierarchie für mich auch, ab einem gewissen Level kann ich Verantwortung abgeben. Bin ich mehr verantwortlich? Das ist eine Janusköpfigkeit, klar. Carlos ist jetzt hier abgehängt. Gut, weil ich will natürlich möchte gerne den Punkt von Max nochmal aufgreifen, weil der hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das, was nach draußen suggeriert wird, auch, ich stelle es fest, wir stellen sehr viele junge Kollegen ein bei uns selbst, die von der Uni kommen, die bei uns arbeiten. Und die sind schon mit diesem, ich will nicht sagen, Virus infiziert. Aber das klingt vielleicht etwas hart. Virus ist wie eine Krankheit, ne? Ja, sorry, aber es ist ein, ja, okay, das ist vielleicht dann das falsche Wording. Aber mir geht es darum, dass dieses Work... Die Projektion von Work-Life-Balance und manche sagen Work-Life-Bullshit nicht funktioniert, weil es natürlich was suggeriert, nämlich diese Abgrenzung, und das ist schon oft gesagt worden, die Abgrenzung von da ist Arbeit und da ist Freizeit. Und plötzlich ist es getrennt, Work and Life, something different. Ja? Aber es ist Arbeitszeit, ist auch Lebenszeit. Und diese Projektion und diese Aufladung mit diesen Programmen führt dazu, dass jetzt, und ich stelle das fest, bin schon seit 16 Jahren jetzt in dem Business, dass wir immer mehr Leute haben, die Burnouts haben. Jetzt in den okay, ersten jetzt sind wir volle Lotte auf dem Turn into Negative Town. Ja. Jetzt schon. Ich wollte nur den Punkt nochmal aufgreifen, weil da ist durchaus, das ist, so habe ich dich auch verstanden, dass da viel Projektion dabei ist und irgendwas suggeriert, was für viele gar nicht funktioniert. Ich dachte, ihr seid die mir erzählen, dass das doch eher eine dufte Sache ist. Statt dass du jetzt den Burnout, ich dachte, ich moderiere den Burnout okay, rein, jetzt kommst sorry, du damit. Na, dann haben wir schon einen Anker gesetzt für später. Ich möchte auch nochmal sagen, dass ich nicht behaupte, jeder soll so leben. Es ging um mich, ehrlich gesagt. Und meine Botschaft ist, ihr habt die Wahl. Ihr könnt doch, also ich meine, natürlich kann jeder einen Job machen. Jeder kann auch, ist doch völlig legitim zu sagen, also Freitag, 12:30 ist mir alles egal. Das ist doch völlig legitim, das ist doch überhaupt nicht, also ehrlich bist gesagt, du von der jeder. BVG gesponsert? Jeder muss das wissen, aber das Tolle an der heutigen Zeit ist doch, dass wir die Wahl haben. Hatten meine Eltern die Wahl? Nee, die hatten die Wahl noch nicht so sehr, wie ich sie habe oder meine Generation. Ja, meine Generation. Eltern bedauern mich. Die finden, also würden sie nicht sagen, aber die finden eher too many options. Ja, aber ich meine, das ist doch eine Kompetenz, die man haben muss, aus vielen Optionen auswählen zu können, anstatt dass man sagt, oh Gott, jetzt ich werde verrückt, ich habe so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich meine, das gehört doch zur Freiheit dazu, dass man so kompetent ist, dass man wählen kann, was man gerne möchte. Und da kann man doch Menschen auch darauf vorbereiten. Ich meine, wir können ja nicht sagen, nur weil alles so schwierig ist, wollen wir irgendwie den Angestelltenstaat und unser Ziel ist seit 100 Jahren die Vollbeschäftigung, nee, weil wir das den Leuten nicht zumuten können. Ich wehre mich wirklich dagegen, den Leuten immer nicht zuzutrauen, selbstständig zu sein. Es ist lächerlich heutzutage, wo alle Mittel da sind, wo das hat doch was damit zu tun, was für Kompetenzen man in der Schule zum Beispiel vermittelt, was für ein Ideal auch von Arbeit man vermittelt und so weiter. Und nicht die Menschen kommen alle irgendwie als Arbeitnehmer auf die Welt und müssen alle zusehen, wo sie einen Job kriegen. Aber es muss vermittelt werden, Katharina, das ist das Problem. Ja, aber dann ist doch der Fehler im System und nicht daran, dass die Leute das alle nicht können, sondern eigentlich jeder, der hier sitzt, kann das. Ja, ich bin auch nicht vorbereitet. Ach so, jeder, der hier sitzt, darf auch reinrufen, nö oder ja oder was auch immer ihr wissen wollt. Ne? Also es ist auch eine Runde zum Mitreden. Ihr seid viele, von daher hoffe ich mir ein paar Redebeiträge. Bis ihr euch regt, machen wir aber hier weiter. Aber gebt gerne ein Handzeichen, es gibt im Saal Mikros und dann könnt ihr verstärken, widersprechen oder Wisdom ergänzen. Also ich gebe dir recht, du hast vorhin ganz stark aus deiner subjektiven Perspektive gesprochen. Du hast quasi nochmal eine anonyme Menge rein moderiert, Max. Ich habe gesagt, diese Perspektive ist Teil eines Narrativs, so auf jeden Fall. Das ist ein sehr dominantes Narrativ. Ist etwas wirkmächtiger, keiner wirbt damit. Bei mir kannst du Angestellter sein und das ganze Jahr einen grauen Mausgrauen Anzug tragen. Werben sehr viele. Ach so, nee, damit wirbt niemand. Nee, alles klar. Aber das, wahrscheinlich besteht die Kunst darin, diese beiden Sachen zusammenzudenken. Aber jetzt hatte ich ja als Devise ausgegeben, dass wir erstmal ein bisschen positiv bleiben. Jetzt wollte ich nicht mehr. Ja, ey, warte noch ein paar Minuten, dann kommt der Rest. Aber ich finde, es war total positiv. Ich habe gesagt, Organisationen müssen sich verändern und werden sich verändern. Genau, und da würde ich gerne noch ein bisschen drauf rumkauen. Also das ist eine Einladung. Weil natürlich Arbeit nicht nur dich oder mich und jeden Einzelnen formt, sondern die ganze Gesellschaft. Und das schlägt sich nieder in ganz materiellen Dingen wie Gebäuden.
Nahverkehr, Kinderbetreuung. Also es formt ja wirklich die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche. Da wüsste ich gerne, wo diese, nennen wir es dann jetzt einfach mal wertfreie Optionsvielfalt, die Katharina angesprochen hat, wo die positive Auswirkungen hat. Letzten Endes tust du, Carlos, ja daran mit an diesem gesellschaftlichen Wandel, in dem, was du jeden Tag machst. Wo denkst du, da hat jetzt nicht nur der Arbeitnehmer und das Unternehmen was von, sondern nee, gesamtgesellschaftlich ist das eine richtig schaue Sache. Absolut. Ich unterstütze gerade aktuell ich bin ja Praktiker und gleichzeitig auch Lobbyist, hört nicht jeder gerne, aber Hauptstadtrepräsentant hier von Hays. Das ist schön, wenn es einer mal selber sagt. Das ist ein spannender Job. Und ich habe gerade eine Kampagne am Laufen, experten-arbeit-retten.de. Das richtet sich jetzt gegen die, ich sage jetzt mal, Ministeriumschefin des BMAS, die liebe Frau Nahles, weil sie genau das einschränken will, diese Freiheit, so zu arbeiten, wie es Katharina sagt, zu sagen, ich will selbstbestimmt arbeiten, ich bin Unternehmer. Und da werden wir sogar angefeindet, viele sagen, oh, ist doch logisch, wenn ihr das als Personaldienstleister macht, dann habt ihr da eine Hidden Agenda. Nein, weil ich davon überzeugt bin, und dafür habe ich so eine ziemliche Anstrengung, da auch die Gelder zusammenzukriegen für so eine Kampagne, vielleicht habt ihr sie hier in Berlin gesehen, zumindest im Tagesspiegel war da ein Artikel dazu, dass das wichtig ist für die deutsche Gesellschaft, wichtig ist auch für die Wirtschaft. Wir brauchen diese Wertschöpfungspotenziale. Innovationsprojekte werden immer schneller, Produkte kommen immer schneller auf den Markt, müssen schneller entwickelt werden. Das geht nicht mehr nur mit Internal Workforce, mit Stammbelegschaft. Also Innovationszyklen verändern Produktionszyklen, verändern, wie Menschen arbeiten. Industrie 4.0 und die Technologie kommt noch dazu. Und das lässt andere Jobs entstehen. Und wir sind diejenigen, die dabei helfen wollen, das auch mit zu gestalten und zu unterstützen. Das ist unser Job als Personaldienstleister. Ja. So, da würde jetzt der Max, glaube ich, gerne gegenreden. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Abend der sein, der irgendwie die ganze Zeit über so Begriffe redet. Aber ich glaube, ich finde es super. Ich hatte am Anfang die Befürchtung, ihr seid euch viel zu einig. Ich freue mich, wenn du stänkerst. Wir müssen ganz viel über Begriffe reden, weil Katharina spricht ja von Souveränität. Souveränität ist einzeln. Katharina sagt, ich habe ein großes Bedürfnis nach Solidarität. Das kann ich kaum realisieren in einer klassischen Großorganisation. Das andere ist Flexibilität. Natürlich, Märkte werden dynamischer, Wettbewerb wird mehr innovationsorientierter. Da müssen Unternehmen mehr Flexibilität haben. Das eine hat mit dem anderen aber zwangsläufig erstmal gar nichts zu tun. Also es kann sein, dass sozusagen die Souveränitätsbedarfe im Sinne von, ich möchte selber entscheiden, wann und wo ich arbeite, und die Flexibilitätsbedarfe, Auftragsspitze, jetzt brauche ich viele, jetzt brauche ich nicht viele Leute, dass sich das deckt. Der Normalfall ist aber, dass sich es nicht deckt. Insofern ist es schon ein Interessensgegensatz, der irgendwie verhandelt werden muss. Und die Frage ist, auf was einigen wir uns als Gesellschaft und welche Mechanismen erfinden wir, um diesen Aushandlungsprozess zu organisieren. Gut, wenn du die Fragen stellst, dann beantworte sie doch auch bitte. Also ich persönlich. Vorschlag. Ja. Nicht als Diktator, aber dein Vorschlag würde uns interessieren. Nein, ich glaube schon, dass man auf betrieblicher Ebene eine Chance hat, sozusagen zu Kompromisslösungen zu finden, wie diese Flexibilität aussehen kann. Also schon, dass irgendwie Arbeitnehmer sagen, die und die Souveränität hätten wir gerne. Dafür sind wir auch bereit, ein Stück weit in Flexibilität zu gehen. Also wenn man sich zum Beispiel Online-Journalismus überlegt, ist natürlich ein Geschäft, wo klassisch Journalismus ist eigentlich eher, man kommt irgendwie morgens um 9 in die Redaktion und geht dann irgendwie um 21 Uhr wieder. Internet ist halt immer an, so, ne? Also insofern muss man eigentlich auch immer Journalismus betreiben fürs Internet. Es ist verständlich, dass das Geschäftsmodell zunehmend so funktioniert. Ein größerer Bedarf an Flexibilität. Gleichzeitig sind aber auch Journalisten Väter. Gleichzeitig müssen Journalisten auch den kranken Opa pflegen und so weiter und so fort. Und wenn man das zusammenbringt, wird man, glaube ich, für jede Branche, für jeden Betrieb eine eigene Lösung finden, die funktioniert. Und da würde ich nicht von oben sagen, das ist die Variante, die funktionieren wird. Also du redest dann jetzt konkret über Arbeitszeitmodelle, Zeitsparmodelle, Sabbaticals, was da alles möglich ist, von Stunden bis Monaten. Ja. Aber mein Kernpunkt ist, wir haben sowohl in Bezug auf die Ansprüche von Arbeitnehmern eine unglaubliche Pluralisierung. Es gibt Katharina, gibt auch mehrere Katharinas, aber es gibt auch ganz viele andere. Und es gibt eine Pluralisierung von Geschäftsmodellen. Es gibt Geschäftsmodelle, die funktionieren noch wie in 50er Jahren. Es gibt Geschäftsmodelle, die komplett anders funktionieren, ganz anderen Bedarf haben an Verfügbarkeit von Arbeitskraft. Und diese Pluralisierung auf beiden Seiten, das zusammenzubringen, das ist die Herausforderung. Okay, das ist im Grunde eine gesellschaftliche Debatte. Hast du das Gefühl, oder habt ihr drei das Gefühl, dass die, abgesehen von diesen punktuellen Sachen, an denen wir jetzt auch schon dran waren, dass die überhaupt geführt wird?
Also seht ihr Akteure, dass die Debatte geführt wird oder dass es in den Unternehmen geführt wird? Sowohl als auch, also gesellschaftlich als auch in den Unternehmen. Es gibt natürlich immer ein paar, die in der Zeitung porträtiert werden, wo das alles möglich ist und die dann von verschiedenen Ministerien eine Plakette kriegen und eine besonders familienfreundliche Arbeitszeitstruktur haben. Aber habt ihr im Grunde das Gefühl, dass die Debatte 2016 oder die Regularien 2016 da sind, wo sie sein müssten, um das alles zu ermöglichen? Also ich habe da eine klare Meinung dazu. Wir sind in der jetzigen Zeit noch nie so weit gewesen. Zumindest jetzt sprechen wir einfach nur mal über Deutschland. Lassen wir mal den. Wir kommen übrigens als Company aus diesem 18. Jahrhundert. Hey, das ist ein uraltes Ding. Aber was wir jetzt erleben in Deutschland auf diesem Reifegrad, wie wir diese Themen diskutieren, die auch Max angesprochen hat, ich glaube, wir haben sie noch nie so reif diskutiert. Wie können wir Arbeit organisieren? Was sind Firmen bereit zu tun? Das ist eine sehr dynamische Diskussion, wie wird Führung organisiert und Projektarbeit, was passiert, Telearbeit oder im Remote zu arbeiten. Die Firmen öffnen sich massiv, weil wir natürlich den Fachkräftemangel haben. Wir sind natürlich auf dem Peak des Arbeitsmarktes, darf man nicht vergessen, mit über 43 Millionen Beschäftigten. Der Arbeitsmarkt ist momentan so verdichtet, wie er in den letzten 20 Jahren es nicht war. Und da öffnen sich die Unternehmen, weil sie merken, dass sie die Leute nicht mehr bekommen. Und die Diskussion ist meines Erachtens auf einem relativ hohen Reifegrad. Mhm. Wie ist die letzten, du hast also vorhin Katharina den Kopf geschüttelt, als ich das gerade. Das ist alles keine Revolution. Ich meine, wenn ich das höre, was alles New Work ist, ja. Revolution relativ. Ja, okay, Revolution ist vielleicht ein bisschen starkes Wort, das gebe ich zu. Aber wenn ich lese und höre, ja, was alles New Work ist, also dass man jetzt keinen festen Schreibtisch mehr hat und solche Geschichten, dann denke ich so, oh Gott, das kann, ja, das ist ja schon lange, das ist ja schon fast wieder out, ne? Ping-Pong, Platte und so. Aber das ist doch nicht New Work, ja? Das ist New Office, das ist nicht New Work. New Work muss sein, Inhalte, andere Inhalte. Und ich, im Prinzip sind wir soweit nicht auseinander, wenn du sagst, die Unternehmen müssen sich verändern. Ich glaube nur, dass die Systeme sich nicht, oder die Organisationen sich nicht aus sich selbst heraus dahingehend reformieren, sondern dass wir mehr Gründer brauchen, die neue Unternehmen bauen. Deshalb sage ich ja auch nicht, alle müssen Unternehmer werden, aber es müssen mehr Leute Unternehmer werden, damit genau diese Sachen mal irgendwann, die wir jetzt alle fordern, weil ich meine, wie viele Leute lieben denn ihren Job wirklich und wie viele Leute sind denn wirklich zufrieden und können wirklich, Vereinbarkeit ist das große Thema, wie viele Leute können denn wirklich ihre Arbeit und ihre Familie Vereinbarkeit da reinbringen. Mhm. Das ist doch in der Realität, ist das doch erschreckend 2016, dass das alles überhaupt noch nicht geht so richtig. Aber stimmt denn die Formel, Startups gleich gute Arbeitsbedingungen? Startups, ich will mit Startups also nichts zu tun haben. Aber ein Unternehmen ist doch nicht unbedingt ein Startup. Und ein Entrepreneur ist auch nicht ein Freelancer. Willst du sie beleidigen? Und so. Nein, aber ich meine, es ist immer so, als würde ich immer sagen, alle sollen das machen, so ich und so. Oder unter, ne? Ja, nein, Startup ist vor allen Dingen jemand, der viel fremdes Geld aufnimmt, wovon ich total abraten würde. So. Ich glaube, dass wir mit einem ganz anderen Geist, erstmal der Arbeit einen ganz anderen Geist geben müssen und dann der Arbeit oder die Arbeit über Inhalte definieren müssen. Und da muss man nun mal bei sich selber anfangen. Und ich kann jetzt nicht darauf warten, dass Bosch oder so mal irgendwann sich verändert. Und zwar dahingehend, wo ich es gerne hätte. Das kann man doch gar nicht erwarten, ehrlich gesagt. Aber mal ganz kurz, wenn jetzt dieses ideale Unternehmen, das kein Startup ist, das du uns gerade gemalt hast, wenn es das gibt. Anders einfach. Oder das andere. Ich selber stehe ist dann das, was für den, was weiß ich, 27-jährigen Single-Absolvent, der irgendwas Wissenschaft... Nein, ich beschäftige zum Beispiel Leute, die kurz vor der Rente sind. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Das, was ein junger Mensch als Freiheit empfindet, ist das auch total toll für eine 36-jährige Alleinerziehende? Ich bin oder 36. Oder für einen 54-Jährigen auf Arbeitssuche? Nein, eben nicht. Es ist für jeden individuell. Deshalb rufe ich ja nach individuellen Arbeitsmodellen. Ich meine, wir müssen doch heute, und da nehme ich mich ja mit ein, weil ich ja nun mal gegründet habe, und ich stehe doch vor dieser Herausforderung. Wie baue ich das Unternehmen und zwinge Leute eben nicht in Arbeitsverhältnisse, aus denen ich selber geflohen bin? Ich meine, das ist doch die Herausforderung. Und gut, jetzt wollen natürlich die Leute wissen, was hat sie denn gegründet und was machen denn da die Leute kurz vor der Rente? Oder die eine Frage noch und dann kommt das Publikum ins Spiel. Alles klar, da habe ich es aber wieder vergessen. Dann musst du mich wieder nee, sag ruhig erst, bis das Mikro seinen Weg gefunden hat. Was verkaufst du? Wem? Na, ich habe unter anderem ein Unternehmen gegründet, das heißt Supercraft und da konzeptionieren und vertreiben wir Do-it-yourself-Sets und Design-Sets, wo man halt verschiedene Do-it-yourself-Projekte selbst machen kann als Komplett-Kits. Also sind alle Materialien, Inspirationen und
alles, was man braucht, eben schon mit drin. Das heißt, wir möchten mehr Leute inspirieren, wieder mehr selbst zu machen, sich Zeit für sich zu nehmen und so weiter. Und eben über die Handarbeit und über einfach nicht Dinge fertig kaufen, sondern eben selber machen ist das Thema. Und in dem Unternehmen haben wir arbeiten, wo es geht, mit freien Leuten, die sich selber wünschen, frei zu sein, zum Beispiel freie Designer. Aber wir haben eben auch Leute, die uns bei der Konfektionierung natürlich, der Kids helfen. Wir machen das zwar, also ich und meine Co-Gründerin Sophie Pester machen es auch noch selbst mit, weil es total super ist, wenn man sein eigenes Produkt selbst konzeptioniert und dann eben von der Idee bis zum fertigen Produkt betreut und auch selbst fertig packt. Aber natürlich, da brauchen wir Hilfe, aber wir haben das so geregelt, dass wir halt auf Selbstständigkeit innerhalb des Unternehmens setzen und die Leute sind sehr dankbar dafür. Die können eben ihre Zeit selber einteilen und sie müssen auch nicht nur eine Tätigkeit machen, sondern sie können sich einbringen, da wo sie wollen. Das geht natürlich nur, wenn man ein sehr kleines Unternehmen ist, das ist mir schon klar. Aber warum ist denn auch das Auditorium spricht? Das ist die Frage. Und zwar in Gestalt von, weiß ich nicht wem. Hallo? Sorry, ich stehe direkt hinter der... Genau, ein Mensch hinter Scheinwerfer, mehr sehe ich leider nicht, bitteschön. Vielleicht ist es nett, wenn ihr euch auch alle vorstellt, wer ihr seid und aus welcher Warte ihr sprecht. Sehr gerne. Janina Henning, mein Name. Ich würde gerne den Punkt mal einbringen, über wie viel Prozent der Bevölkerung sprechen wir hier eigentlich gerade? Ist das nicht eine sehr akademisch abgehobene Debatte? Denn ganz ehrlich, Mitarbeiter, der am Bahn steht und an seine Schicht gebunden ist, der kann aber schlecht sagen, oh, jetzt gehe ich mal eine halbe Stunde hier Fitness machen. Das funktioniert nicht. Dann funktioniert dieses ganze Team. Dann funktioniert dieses ganze Team nicht mehr. Oder der Bäcker, der morgens um 5 einfach aufstehen muss, um seine Brötchen zu backen. Vielleicht wird es in der digitalisierten Welt später per Knopfdruck aus vom iPad aus dem Bett gehen, weil die Brötchen schon im Ofen sind. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerne den Punkt mal aufbringen, wie können wir das denn für alle ermöglichen und nicht nur für eine akademische Freelancer-Designer-Szene, von der bisher. Wir sind genau jetzt eigentlich auch im Anflug auf diese ganzen Aber-Themen und Einwände und auf wen trifft das eigentlich zu? Und da du, Katharina, ja schon sagst, dann möchte ich unbedingt darauf antworten. Das ist immer das Gleiche. Es werden immer systematisch Leute zum kleinen Arbeiter gemacht, der leider nichts anderes in seinem Leben machen kann, außer am Fließband stehen. Das stimmt natürlich nicht. Erstmal kann man dem Menschen auch andere Dinge zutrauen. Und zweitens kann auch der, ohne irgendeinen akademischen Hintergrund, sich irgendwas ausdenken und was anderes machen und kreativ sein und auch gründen. Ich meine, Entrepreneurship ist die inklusivste Art zu arbeiten. Es braucht keinen akademischen Titel, es braucht keine HR-Abteilung, an der man vorbei muss. Sicherlich und so alles richtig, aber ich bin total froh, wenn die BSR kommt und bei mir die Mülltonnen sauber macht. Ist doch richtig, es geht auch nicht darum, es entsteht immer der Eindruck, ich meine es im Ernst, irgendjemand muss ja auch die Sachen machen. Aber man muss ja auch Arbeit nach Notwendigkeit, man muss sich auch mal nach einer Notwendigkeit richten. Es geht doch nicht darum, dass alle irgendwie nur machen, was ihnen Spaß macht oder so. Ich weiß nicht, warum der Eindruck immer entsteht, dass damit verrät man sich im Prinzip selber. Wenn es mir die Stadt zu dreckig ist, dann würde ich doch auch selber etwas gründen, was dagegen etwas unternimmt, sozusagen. Unternehmertum ist doch nicht, ich mache, was ich will und es ist die ganze Zeit Spaß oder so, sondern es lässt sich doch auch auf großer Ebene denken. Es ist doch, ich verstehe das gar nicht, warum Selbstverwirklichung immer als sowas total Außerirdisches gesehen wird. Also Selbstverwirklichung, die Spaß bei der Arbeit kommt ja auch, weil man arbeiten kann, wie man möchte. Ich möchte das nur noch einmal mit ein paar Zahlen unterfüttern und dann bist du gleich dran, Carlos. Der VW-Personalvorstand sagt, in Deutschland beschäftigen sie 100.000 Leute, davon mehr als die Hälfte in der Produktion. Und das sind ja gar nicht durchaus die kleinen Leute, da sind Facharbeiter dabei, gut ausgebildete Leute, die vernünftig verdienen, auch die anderen. Und der Personalvorstand sagt, diese Arbeit wird innerhalb der nächsten 20 Jahre wegfallen, also die Arbeit von mehr als 50.000 Leute. Die erleben das wahrscheinlich nicht als Einladung zur Selbstverwirklichung und als die große Freiheit. Aber Carlos, du wolltest mir gerne. Die Zahlen sind richtig und wenn man es jetzt mal multipliziert auf das, was heute Produktion in Deutschland ist, von diesen 43 Millionen Jobs, die wir aktuell haben, ne, circa 5 Millionen Selbstständige davon, übrigens mit Ärzten, Rechtsanwälten und alle anderen auch, gehörst du auch dazu, das ist eben, Großteil davon ist eben Produktion, ja. Und da funktioniert es eben nicht. Das muss man ganz klar, das ist eine Illusion. Wir müssen dann hier die Diskussion schon exkludieren auf die Wissensarbeitergruppe, wo viele Spielräume existieren. Und da auch wiederum nur ein Bruchteil davon
weil die Wissensarbeiter sind überall, auch im öffentlichen Sektor, wie auch immer, da gibt es auch, es gibt überall gewisse Restriktionen. Und die Restriktion, die ich hier nochmal als Diskussionspunkt reinbringen will, ist die Produktivität. Was kann ich an Produktivität aus Arbeitsleistung bekommen? Und daran messen wir uns immer mehr im internationalen Wettbewerb. Aber und die Frage bleibt, was machen die Leute, die Zuhörerin angesprochen hat, oder was machen die 50.000 VW-Mitarbeiter in 20 Jahren? Okay, dazu jetzt aktuell, there is no easy way out. Das ist im Grunde die Realität. Wir können, da wird Industrie 4.0 nochmal was verändern, dass die Arbeitswelt sich auch für die produktionsorientierten Jobs ändert. Ob die Aussage so stimmt bei VW, die Frage ist ja, wie verändert sich die Arbeitswelt? Wir haben vorhin darüber diskutiert, Industrie 4.0, was ist das überhaupt, industrielle Revolution. Interessanterweise haben das schon Leute in den 60er Jahren gesagt, irgendwie wenn die PCs kommen und wenn die Bits and Bytes uns regieren. Und komischerweise haben wir heute mehr Arbeit denn je. Also die Frage ist, ob diese These stimmt. Natürlich kann immer mehr automatisiert werden, aber Produkte verändern sich ja auch. Und insofern, ich weiß nicht, ob das wirklich kommt. Stimmt die These, Max? Ja, zweite Anmerkung. Also zum einen würde ich sagen, beides ist nicht so die durchschnittliche Arbeitsrealität in Deutschland. Weder Katharina noch der hoch